Bleiben wir gerade vielleicht gleich beim Sport. Leute oder Betroffene, die jetzt also Kniearthrose wirklich haben oder Knieprobleme oder Hüfte oder Arthrose in der Hüfte, zu welchen Sportarten raten Sie da? Also wenn man, aus welchen Gründen auch immer, ein Abnutzungsproblem in den Gelenken, bis jetzt erwähnt haben, also Hüfte, Knie, Sprunggelenk, die halt vom Körpergewicht, die den Körper tragen müssen, dann sind jene Aktivitäten, die eine runde Belastung dieser Gelenke drinnen haben, das ist Schwimmen, Radfahren, Rudern, man muss jetzt mal optisch Sportarten, wirklich etwas, was zum Grund zur Grundbelastung, zum Grundtraining dazugehört sollte. Ob man jetzt Training nennt oder Freizeitgewohnheiten, das ist ja irgendwie egal. Und ob man gewisse Leute tun wir immer so trainieren im klassischen Sinn, muss man das auch nicht mehr, sondern man glaube, bewegen ist wichtig und sich aktiv bewegen ist. Ich glaube, diese drei Aktivitäten, wenn man die mal herausgreift, sind ein Grundprogramm, die abgenützte Gelenke sicher positiv beeinflussen und nicht nur neutral beeinflussen, sondern positiv. Wenn man es nicht macht, geht es dann schlechter, als wenn man es schon macht. Mhm.